schon geklickt gehabt, dann kam die Antwort erst. Sorry. 20 Jahre? Okay, ich warte jetzt einfach mal auf Antworten. So. Also 20 Jahre haben wir schon mal einmal. Die Mehrheit gewinnt, Leute, die Mehrheit gewinnt. Zwanzig Jahre zum ersten, 20 Jahre zum zweiten und 20 Jahre zum dritten. Also 20 Jahre. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Wie haben Sie überlebt? Sie haben die Blosans gegründet oder gehen wir? Ach, ich muss ja an die Zeitdifferenz denken. Okay, da haben wir schon mal, wie haben Sie überlebt? Na, es liegt alles an euch. Gut, wie haben Sie überlebt? Nehmen wir jetzt einfach mal. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Sie haben die Blue Suns gegründet oder gehen, Sie haben die Blue Suns gegründet oder gehen wir? Haben wir schon gemacht? Leute, was haben wir schon gehabt? Erste, Sie haben die Blue Suns gegründet, ha? Huh? Meinst du? Okay. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Batallana einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. Also gut, gehen wir. Das ist Wir das sollten Letzte. lieber aufbrechen. So. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn. Hoho, jetzt geht's aber los da, ne? Die B. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln.
Beim Torhaus. Dürfte doch hier sein, oder nicht? Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder? Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Das war unnötig. Was haben Sie für eine Entschuldigung oder warnen Sie mich nächstes Mal? 1, 2 oder 3? Also du meinst das dritte German. Also ja, das dritte, genau. Warten wir noch auf die Antwort von Bunky. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal die 3. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Wir sind hier, um diese Menschen zu retten. Darüber reden wir noch oder Sie tun, was ich Ihnen sage. 1, 2 oder 3? Die 2 wäre schon mal da aufgetaucht. Die 1, okay. Ist vielleicht noch eine Antwort vom Driss. Ah, Triple ist auch noch da. Super. 2 wäre schon mal die Mehrheit. Alles klar, die 2. Wir machen die Mehrheit. Nicht jetzt. Wir besprechen das später. Wenn Vido tot ist, können wir besprechen, was Sie wollen. Losant besiegen. Wow! Hi, Freunde! Boah, hier fliegt gerade alles um die Ohren.
Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. So, jetzt kommen wir zu den Spielentscheidendsten. Sollen wir sie etwa zurücklassen? Sie wollen ihn wohl wirklich tot sehen? Oder wie viel Zeit haben wir? Also 1, 2 oder 3? Wir haben die 3. Nochmal 3. Schon mal einstimmig besetzt. Und nochmal die 3. Also gut. Sind ja dann wahrscheinlich nur noch. Wäre dann wahrscheinlich nur noch der Tribble. Und ich glaube, der nimmt bestimmt auch die 3. Ja, was jetzt? Bis jetzt ist es einstimmig. Was heißt einstimmig nicht? Aber die Mehrheit. Die Mehrheit wäre für 3. Bis jetzt. Zehn. Ha, du bist witzig. Ja, genau. Also, wir nehmen die 3. Komm. Vido ist verwundet. Er ist sicher nicht sehr schnell. Vido ist klug. Wenn wir den Leuten helfen, nutzt er die Zeit, um zu fliehen. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. So, jetzt kommen wir zu den Spielentscheidendsten. Genau. Pfeif auf die Loyalität, wir retten sie. Oder Said hat recht, Vido muss sterben. Wenn wir jetzt die Entscheidung nehmen, also Said hat recht, Nummer 2, dann kriegen wir von ihm die Loyalität. Dann ist er besser bei Missionen. Oder pfeif auf die Loyalität und wir retten sie. Da ist er dann halt sauer auf mich. Also, die 1 oder die 2? Also 1 ist bis jetzt die Mehrheit. Also gut, 2-1. Wir sind hier, um diese Menschen zu befreien. Wir gehen rein. Wie Darth Vader. Das ist auch gut. Yeah, ja. Wie Darth Vader, das ist gut. Wenn du schon so aussiehst wie Darth Vader, musst du wenigstens ein paar gute Dinge bringen, ja. Triss, der war wirklich gut, ja. Wow. Hier fliegt gerade alles um die Ohren. So. Läuft doch ganz gut hier mit dem Umgehen. Wow.
Jautsch. Oh, da verrecken wir. Jojo, bin ja schon dabei. Nö, ihr werdet nicht sterben. Wow, das war knapp. Ja. Muss ich extra außen rumlaufen. Was ist das? So, die Zivilisten sind gerettet. Also gut. Wo sind die Feinde hin? Oh, da haben wir einen netten Raketenwerfer, so wie es aussieht. M451 erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Shepard, das bin ich im Übrigen. So. Wow! Yep, da sprichst du mir direkt aus der Seele. 6000 Credits. Sehr nice. So. Jetzt wieder hier durch die Tür. Oder ist da hinten noch irgendwas? Was wir vielleicht noch mitnehmen können? Geh in Deckung. Auf jeden Fall sind da wieder welche. Aber wisst ihr, was mir in dem Spiel noch fehlt? Granaten. Granaten fehlen mir hier. Oh, warte mal, da muss ich aufpassen. Bei der Mission muss ich aufpassen. Auf dieses Ding da muss ich aufpassen. Die machen mich nicht kaputt. Das ist cool, dass ihr alle noch schön da seid. Wow! Ach du Scheiße! Nein! Hallo, ich kann nicht mehr laufen! Jetzt. Das war mehr als knapp, Leute. Das war richtig knapp. Oh nein! Warte mal. Wir haben doch noch das da. Und wir haben das da. Damit machen wir das mit dem Ding schon kurzen Prozess. Das ist ein Flammenwerfer.
Wow. Braten wir sie alle weg. So, perfekt. Jetzt haben wir da erstmal Ruhe. Da wieder Muni. Perfekt. So. Bergen. Bergen. So. Ich versetze Berge. Nein. Haben wir bestimmt auch noch irgendwas? Nö. Ist auch geil. Hier ist eine Tür, obwohl hier überhaupt nichts ist. Gut. Doch, die Tanks konnte man zerstören. Da ist er wohl doch entkommen. Mist. Sie haben mich gerade 20 Jahre meines Lebens gekostet. Bastard! Ah! Sind Sie verletzt? Oder das haben Sie verdient? Eins oder zwei? Aha, haben wir schon mal die 1. Also gut, die 1. 2, der hasst dich eh schon. Okay, da haben wir schon. Aber die 1 ist leider einstimmig. Oh, warte mal. Wir haben einmal 1. Zweimal und zweimal zwei. So, wir haben jetzt 2 gegen 2 Stimmen. Das ist jetzt natürlich doof. Haben wir vielleicht noch irgendjemand im Stream, der vielleicht noch zuschaut und vielleicht noch eine Antwort geben kann? Irgendwer. Komm schon, Timeras, du bist doch bestimmt auch noch da. Oder krank, du bist ja bestimmt auch noch da. Steht immer noch 2 gegen 2. Ja, schön wär's. Die 1 oder die 2? Also, es steht 2 zu 2. Nicht, dass ich jetzt noch die Entscheidung treffen muss.
Ich könnte natürlich auch ein Roulette machen. Einfach per Zufall, so. Also, gut, dann machen wir wieder eins. Said, alles in Ordnung? Was kümmert Sie das? Mir geht's gut. Und jetzt los, bringen Sie mich aus diesem Drecksloch raus. Ich will Sie nicht auf meinem Schiff haben, oder warum soll ich Ihnen trauen? Eins oder zwei? Oh, das wird wieder so einseitig wahrscheinlich. Die 2 und die 1 haben wir schon mal. Okay, es steht schon mal 2 zu 1 für die 1. Für die 1, ja. Such an! Triple! Mach irgendwas! Ja, na also, wir nehmen die 1. Ich weiß nicht, ob ich einen Mann wie Sie auf meinem Schiff brauche. Wenn Sie mich nicht brauchen, hätte Cerberus mich nicht bezahlt. Ich tue, wofür man mich bezahlt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt lassen Sie die Spielchen und verschwinden wir hier. Sie sind mir etwas schuldig, oder? Na los, Said, gehen wir. Said. Genau, Entschuldigung. 1 oder 2? Das Graue geht leider nicht. Okay, zweimal die 1. Ja, die ist klar. Also wir nehmen die 1. Ich rette Sie unter einer Bedingung. Ab jetzt tun Sie, was ich Ihnen sage. Oder Sie sterben hier. Ach ja? Und was hindert mich daran, Sie abzuknallen, wenn Sie schlafen? Sie wissen, dass das nicht passieren wird. Sie sind ein harter Kerl, Said. Aber vergessen Sie nicht, mit wem Sie sprechen. Sie haben was auf dem Kasten, Shepard. Vielleicht kriegen Sie diese Mission wirklich hin. Die Sache mit Vido ist noch nicht vorbei. Aber schön. Ich vergesse Sie lange genug, um Ihre Mission abzuschließen. Gehen wir zurück zum Schiff. Ich brauche einen Drink. Ah, na also, der ist doch noch an Bord geblieben. So, na also. Da haben wir die Mission auch abgeschlossen. Das heißt,
wir haben jetzt 2 Stunden gestreamt. Das sind ja so an die 4 Folgen drin. Vielleicht auch 5. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal an alle bedanken, die auch heute zugeschaut haben. An alle Abonnenten, die mich abonniert haben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt den Abend und ich bin euer MC Gosmo LP und man schaut sich.